Hallo und herzlich willkommen zurück. So, zurück. Verbesserte Pistole bald. Nein. 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 Gut, es ist klein. Wir starten Abfangjäger. Das Ding ist tot. Unser neues Wir Viech. Haben Sichtkontakt zum Feind. Sehr geil. Wenn wir überhaupt gar keinen Schaden. Alter, hat das lang gedauert und wir schießen nur mit Raketen. Gut. Ja, offensichtlich sind unsere Leute immer noch nicht gefechtsbereit, oder? Doch, sind sie. Aber nee, warte mal. Habe ich nicht noch einen... Emily Watson... Was ist eigentlich mit Dingens? Mit der hier? Ach, die hat doch gar keinen... Der hat echt noch keinen... Nö. Jetzt hoffe ich, kann die so losschicken. Boah, die wird sterben. Na, ich nehme... Ich brauche eigentlich... Chang nicht unbedingt dort. Ich kann auch die hier nehmen. Gut. Ansonsten. Colonel Vega brauchen wir nicht. Da hole ich. Rascal. Medina, den nehme ich mit. Nur zum Aufleveln. Ja. Ich glaube, so machen wir das. Jo, annehmen. Kriegt er noch von mir die Titanrüstung? Laser, Laser. Pulsbogen. Habe ich noch einen zweiten Pulsbogen? Ne, nur einen. Ihr habt alle Laser, ne? Beziehungsweise die besten Rüstungen. Hier noch nicht. Deswegen hatte ich so wenig Leben, weil er noch die Schadenrüstung hat. So. Da ist ein Unterschied von 4 zu 10. Ein richtiger Unterschied. So, zack. Zack, zack. Und es sieht eigentlich so weit in Ordnung aus. Jo. Ich will bei sowas immer ein... Auch wenn es klein ist, will ich immer so ein Viech mit dabei haben. So großen. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Oder halt maximale Feuerkraft. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Eine Scheune. Das abgestürzte Ufer befindet sich in einem abgelegenen Gebiet nahe einer kleinen Stadt. Wenn wir die Absturzstelle sichern, vermeiden wir zivile Opfer. Meld. Meld ist ganz wichtig. So. Endlich wieder mal mit einem Mech-Kämpfer. Sorry. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Und geht auch direkt vor. Weil ich Meld sehe. Wenn ich Meld sehe, kenne ich keine anderen Grenzen. Ich glaube, da hinten ist auch das UFO, ne? Ja, das ist da direkt runtergekracht.
Sehr gut, das Match dauert nicht lange, habe ich das Gefühl. Erstmal da. So, ja, glaube ich, das erste Mal, dass wir Mel direkt sehen, ne? Im Laufschritt. Wisst ihr was? Ich halte die direkt hier zusammen. Bestätige. Ziel bestätigt. Boah. Das ist. Boah, das Geräusch ist nicht so gut. Das ist ein gefundenes Fressen für Dingens hier, für. Na, mach mal da. Nein! Ja, schön. Hallo. So. Da ich jetzt weiß, wo die sind. Ich mach der ist am gefährlichsten. Beide sind gefährlich. Schön. Schade, dass er nicht getroffen wird. Das wäre so geil gewesen. Daneben geschossen. So, der Vorteil beim Nahkampfspezialist. So. Ich mache mich auf den Weg. Jo, mach das, Mann. Pam. Es ist nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte. Muss den anderen kaputt schießen. Dringend. Das ist nicht gut. Ich fürchte, wir werden eine Granate fressen. Alter, der hält doch viel zu viel aus. Risiko ist es mir nicht wert. Wenn ich Glück hat, schießt er nur auf den Dicken. So, sonst fressen wir eine Granate jetzt gleich. Aber immerhin, der Dicke ist weg. Der haut eigentlich so mit einem Schlag ziemlich fett drauf. Ja, oder die machen Rückzug. Ziehen sie zurück, ja. Das war ein Rückzug, das ist sehr gut. Ja. Das zweite Meld ist auf jeden Fall in diese. Ah, ich sehe schon. Unter Kontrolle. Sehr gut. Sehr gut. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Alle im Kampf raus, schön. So. Gehe in Position. Direkt zum nächsten Meld und ich habe zum Dicken gehört. Also so eine Maschine. Also was? Ich mache das tatsächlich. Im Laufschritt. Genau das haben wir gesucht. Positiv. Feinkontakt. Ah, so einer. Ja gut, der wird nicht lange leben. Guck mal, jetzt ist er weg. Ja, oder die schießt einfach daneben. Kann man auch machen. Daneben geschossen. Du, das habe ich gesehen. Du wirst lachen.
Ich werde jetzt nicht ohne Deckung hier rumlaufen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob da Sucher sind. Bin unterwegs. Siehst du den von da? Nee. Soll ich drin haben, schon Zug gemacht? Was? Boah, von dort. Scheiße. Dennoch Feldposten. Das habe ich noch nicht gedacht. Natürlich geht er natürlich in die Richtung. Wie kann der von dort aus treffen, bitte? Und durch die Wand? Alter, was für ein Lackschieter. Schnapp dir mal das Meld. Sehr gut. Was für ein Lackschieter. Hier, stirbt mal. Perfekt. Ach so, ja, stimmt. Ich soll ja Sachen forschen. Wer von... Hast du den Pulsbogen? Ne. Hast du ihn? Ja, du hast ihn. Du mögest bitte mal wieder zurückkehren. Und zwar dahin. Wir haben hier... Oh je. Ja, toll. Uhu. Vergessen. Boah, mal gut, er hat daneben geschossen. Ich rede ziemlich langsam. Kannst du ihn abschießen? Dann würdest du mich glücklich machen. Ja. Wir müssen den Kleinen am Leben lassen. Das ist so viel ist sicher. Weil ich will den Kleinen fangen nehmen. Oder vielleicht geht das ja auch so. Drücke aus. Nein, auf den Großen. Boah, cool. Direkt ohne... Ohne große Verluste. Bin unterwegs. So, dann hoffe ich, der Kleine macht nichts Dummes. Au. Ich meinte natürlich, das war gewollt. Wurde gesichert. So. Da ist mein Meld. So, dann pass mal auf. Hallo, mein kleiner Freund. Du kommst jetzt mit. Hoffentlich klappt das. Ausgezeichnet. Jetzt können wir uns auf das Verhör vorbereiten. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Besser geht's nicht. Ohne Verluste, ohne große Verletzte. 5 Aliens gekillt, einen mitgenommen. Und 2 Meld. Perfekt. So, das sollte uns in der Technologie besser vorantreiben. Weil jetzt muss ich den nämlich gefangen nehmen. Eine beeindruckende Leistung. Ich bin sehr froh, dass es unseren Truppen gelungen ist, weiteres Meld zu erbeuten. Ja, Gizmo nennt er sich jetzt. Nennt sie sich jetzt. Cool. Hat ja auch gleich eine schöne Verbesserung. Zählen auf Schwachpunkte. Plus 2 Bonusschaden gegen Ziele, deren Schwachstellen durch eine Autopsie bereits bekannt sind. Ja. Wenn der Mech einen Treffer einstecken muss, verursacht jeder weitere 2 Runden lang 2 weniger Schaden. Das ist natürlich am besten. Nehme ich natürlich das. Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Mhm. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Oh ja. Gut. Darf ich vorstellen? Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, wir haben Insektoiden. Und er gehört uns. Ist schon faszinierend, diese Viecher auch mal so vom Nahen zu sehen. Der weiß natürlich nicht, was los ist, ne? Das Verhör, für alle, die XCOM 1 nicht gesehen haben, also sprich das Enemy Unknown, das Verhör wird ein bisschen fies für ihn. Ja, für uns sieht's geil aus, aber für ihn, nö.
Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Ja, 15 Juni. Erforderlich. Ich hoffe, ich kriege das mit China noch irgendwie rum. Gut. Chefliste. Wir könnten diesen ausmustern. Wobei, ne, das will ich nicht. Nein, auch nur keine direkte. Okay. So. 60 Meld, 45. Kann ich noch was machen? Wir sollten sofort mit der Vernehmung des außerirdischen Objekts beginnen. Jo. Ich bin überzeugt, es ist im Sicherheitstrakt sicher verwahrt. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Ich werde einen Tag warten wegen der EMP-Kanone. Und dann läuft's. So. Ich habe hier noch ein Meld rum, noch ein Mac rumstehen. Oh, ich will gerne Hüter bauen. Warum geht das nicht? Ach ja, warte mal. Ich glaube, den muss ich aufstocken, ne? Genau, so war das. Granatwerfer, heilender Nebel. Das ist, glaube ich, eigentlich das kinetische System für den Qilong. Oder das ist das neue Ding. Das neue Ding, ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich mach das mal. Er wird zum Hüter. Korsion ist natürlich alles Meld, aber es macht nichts. Dafür ist er natürlich unschlagbar gut. So, Soldaten. Hat er eigentlich... Der müsste doch... Nee, hat er nicht. Ja, dann ist er es jetzt. Der Mac kann einen Schwarm heilender Nanobots versprühen, wie wir sie auch in unseren Medikits einsetzen. Dadurch, dass der Vorgang aber relativ ungezielt abläuft, können damit keine Schwerverletzten stabilisiert werden. Oder es ist einfach nur eine kleine Massenheilung für alle. Ist aber nicht schlecht, wenn die Leute in der Nähe Schutz suchen. Und der steht zufälligerweise mal in der Nähe. Was immer ist. Einer steht immer daneben. Von den Leuten. So. Würde ich sagen, warte ich mal mit der EMP-Kanone und in der nächsten Folge werden wir dann das Feuer sehen, was ziemlich krass abläuft.